Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Steam Hospital. So, hier haben wir die Jahresübersicht. Der Reichste bin ich nicht. Höchstes Gehalt 30.000, eieiei. 37 Heilungen, dann nehmen wir ganz klar vorne. Ablebensfälle hatten wir noch keine, die meisten Besucher auch bei uns. Und alle Werte sieht ganz gut aus. Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Steam Hospital. So, wir machen was ganz Verrücktes. Wir bauen unseren Laden hier um. Den ganzen Laden hier würde ich gerne wegmachen. Schwester, dankeschön. Und zwar würde ich die Station gerne hier hinbauen, sodass wir hier auch das OP hinbauen können und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist auch nicht viel größer, ne? Ich weiß ja nicht, wie groß das OP werden muss. Machen wir mal so. So, und dann kriegt die Schwester hier wieder einen Schreibtisch. Wunderschön an die Wand. Und dann kommen hier noch ein paar Betten rein. Die brauchen ganz schön Abstand, diese Betten. Aber das war halt beim letzten war das halt sehr hässlich. So. Das schon hübscher aus, oder? Jo, jetzt bauen wir ein OP. Und ich habe keine Ahnung. Oh. Die Zungenabteilung, die können wir dann hinten bauen. So, das OP kommt hier rein. Und das passt hier nicht hin. Die Patienten werden gebeten, ihre Kreditkarten bereit zu halten. Das ist immer wichtig, weil wir müssen, unser Krankenhaus muss ja auch irgendwie überleben. So, Operationsraum. Dann bauen wir den direkt gegenüber von der Station. Das macht wahrscheinlich auch Sinn, oder? Ist ganz schön groß. Das höre ich sonst nur bei anderen Dingen. Hallo, wie groß muss denn der? Guck mal, wie riesig der muss. Schon so lange her, ich weiß das alles gar nicht mehr. So, dann brauchen wir Operations... Eine Schritte auf die Station, bitte. Eine Röntgentafel, einen Operationstisch, ein Waschbecken, eine Chirurgentrennwand. So, gucken wir vorher noch, was wir sonst noch bekommen können. Heizkörper und Mülleimer für die Handschuhe und ein Feuerlöscher, wenn der Patient zum Beispiel zu viel Chili gegessen hat. So. Wunderbar. Ein Heizkörper. Und der Mülleimer für die Organe. Und für die Chirurgie-Handschuhe. In diesem sehr wichtigen Raum werden eine Vielzahl von Krankheiten behandelt. Der OP soll ausreichend groß und mit entsprechenden Geräten ausgestattet sein. Er ist ein wichtiger Bestandteil des Krankenhauses. Der OP benötigt zwei Chirurgen. Wir haben leider nur einen. Das heißt, wir müssen einen weiteren finden. Oh, oh. Da müssen wir gegebenenfalls, gibt es eine Weiterbildung, die ich jetzt gerade nicht mehr erinnere. So, die andere Abteilung, die wir noch jetzt neu haben, die war die Zungenabteilung, wo wir also mit der kaputten Zunge endlich mal helfen können. Die würde ich dann hier hinbauen. Hallo? So. Ach du lieber Gott, ich ahne, was da gemacht wird. Ich habe ein sehr, sehr, sehr ungutes Gefühl, was da gemacht wird. So. Patienten, bei denen in der Allgemeinmedizin die Spitzzüngigkeit diagnostiziert wurde, werden zur Behandlung dieser Abteilung geschickt. Zur Behandlung benutzt der Arzt eine Spitzzungenreibe. Dadurch erlangt der Patient sein Wohlbefinden zurück. In der Spitzzungenabteilung kann ein beliebiger Arzt arbeiten. Die Abteilung muss häufig gewartet werden. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall da noch mehr Angebot. Haartransplantationen zum halben Preis. So. Jetzt mal eben überlegen. Das sind unsere Ärzte. Und der am wenigsten kann, ist Dr. Wildstein. Oh, das ist aber unser Chirurg.
Bonuszahlen, Gehalt erhöhen. Aber beibringen können wir denen scheinbar nichts. Das ist ein Problem. Und das heißt, wir können derzeit nicht behandeln, weil wir derzeit keinen qualifizierten Arzt haben, der als zweiter Chirurg funktionieren kann. Eventuell sollen wir mal gucken, dass wir noch einen weiteren Wartungstechniker einstellen. Sonst haben wir da auch in Kürze ein Problem. So, das ist alles sehr schön. Die Schwester wird im OP-Raum auch eine Schwester benötigt. Das weiß ich gerade gar nicht. Und wir haben wieder eine Notfallaufgabe. Und da müssen wir jetzt gucken, dass hier... Hier sind drei Leute mit Saumagen. Sie brauchen sofortig Aufmerksamkeit. Wir haben uns die nötige Ausrüstung wie hier und Medikamente. Sie haben Medikamente. Es handelt sich um Saumagen, die Effektivität der Medikamente. Drei Stück, jawohl. Was sollen wir hinbekommen? Mit diesem Patienten haben wir alle Diagnosegeräte zum Qualmen gebracht. Wir lassen den mal warten, während wir weitere Diagnoseräume bauen. Wichtige Durchsage. Patienten. Oh, jetzt haben wir die Durchsage verpasst. Diagnosegeräte, Behandlungsgeräte, das lassen wir mal. Ich habe keine Ahnung, wo man hier das Gesamtbudget erhöhen kann. Naja. Beeilung, Beeilung, Beeilung! Die Schwester ist da, Arzt ist da. Nummer 1 wird behandelt. So, der kriegt jetzt da irgend so ein Mittelchen. Das sieht ja alles ganz gut aus. Was macht unser OP? Die Saumagen-Medikamentseffektivität wurde von ihrer Forschungsabteilung erhöht. Also auch dafür ist die Forschung gut. Wenn wir uns nicht sicher sind, können wir den Patienten da lassen. Können wir den nochmal ein bisschen behandeln oder so. Was ist mit dem los? Achso, die können nirgendwo sitzen. Warum eigentlich nicht? Bank. Wer macht denn sowas? Und Getränkeautomat natürlich auch noch hinterher. Wer hat mich da gerade schon wieder den Getränkeautomaten vors Fenster setzen sehen? So, der Kollege hier wird auch behandelt. Heiße Rippchen, der wartet auf seine Operation. Zwei Chirurgen in den OP, bitte. Zwei Chirurgen in den OP, bitte. Ja, wir haben... Ein Arzt in die Allgemeinmedizin. Wir haben keine zwei Chirurgen. Lern mal Deutsch, Frau. Wir haben nur noch einen zweiten Forscher. Doktor in die Psychiatrie, bitte. Jedenfalls haben wir die Notfälle behandelt. Also ihr habt das Problem mit der Zunge, Herr Doktor. Können Sie mir da vielleicht helfen? Ein Arzt bitte in die Spitzzungenabteilung. Cardio ist aufgetreten, konnte erfolgreich erforscht werden. So, wir gucken uns mal die Spitzzungenabteilung an. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Ärzte hier. So, was macht er mit dem? Zunge, kommt die Maschine? Ein Arzt in die Allgemeinmedizin. Oh nein. Tottelglottel hat den Wunsch geäußert, ihr Krankenhaus zu besuchen. Natürlich kommen Sie gerne vorbei, junger Mann. Wir haben zu wenig Ärzte. Und wir bekommen... Was? Einer ist gestorben. Oh. Dann war das doch eben der Tote. Achten Sie auf das Detail. Hä? Position des Arztes. Ja, keine Ahnung. Ein Arzt in die Allgemeinmedizin. Keine Ahnung, wo ich jetzt auf einmal Chirurgen herholen soll. Hier hat es jedenfalls keine. Nur noch weitere Forscher. Und der eine Chirurg, der... ist hoffentlich... Okay, dem zahlen wir mal ein bisschen mehr. Die müssen ja auch immer mehr, Wartung muss der machen und so. Das ist ja schon so. So, die liegen hier und warten auf die OP. Ein Arzt bitte in die Spitzzungenabteilung. Aber wir haben zu wenig Ärzte, aber ich würde gerne dann, wenn, auf jeden Fall sofort dann Chirurg einstellen. Da ist einer. Das ist wahrscheinlich auch den schlechtesten genommen. Den Forscher hätten wir noch. Ein VIP hat das Gebäude betreten. Noch ein richtig auf die Station, bitte. Noch ein richtig guter Arzt. Chirurgen in den OP, bitte.
So, und jetzt wird hier operiert. Bin ich mal gespannt. Chirurgen in den OP, bitte. Ein Arzt in die Entlüftungsanlage, bitte. Ich stelle noch mal eine Schwester ein, denn es scheint mir so, als wenn da eine zu wenig wäre. Und jetzt bin ich mal gespannt. Das Saugmagenmedikament wurde von der Forschungsabteilung deutlich gesteigert. Kann man eigentlich irgendwo diese Nachrichten nachlesen? So, jetzt machen Sie die Ärzte hier fertig. Da ziehen Sie sich, da machen Sie sich die Hände sauber. Da kommt der Patient. Eine Schwester auf die Station, bitte. So, was wird da? Knackbacken. Da wird also jetzt die Knackbacken operiert. Und natürlich, so eine Operation sollte auch richtig Geld geben. Da bin ich mal gespannt. Dauert auch eine ganze Zeit. 1050. Also, muss man schon sagen, wir müssen auf jeden Fall jeden Monat 2 Operationen machen, damit sich die Chirurgen rechnen, wenn man so rechnen will. Und die feine Frau Schwester macht gerade Pause. Und Empfang scheint im Moment noch nicht das Problem zu sein. Und hier laufen Leute orientierungslos rum. Also, was ich schauen wollte, ist, können wir irgendwo sehen? Können wir irgendwo sehen, was die letzten Nachrichten waren? Das wäre irgendwie sehr töfte. Was macht denn unser Fortschritt hier? Hier ist es viel zu kalt, natürlich. Kontostand ist check. 60% fehlt noch. Krankenhauswert ist noch ein bisschen zu gering. Wir haben es schon fast wieder geschafft. Hier können wir nicht. Wir können höchstens die Sachen, wo Chirurgen erforderlich sind, können wir teurer machen, damit wir da mehr dran verdienen. Aber insgesamt bringt es das jetzt doch noch nicht so. So, Kardiogramm machen, das war neu. Und ich glaube, das kriegen wir hier nicht hin. Doch. Nee. Also ein Kardioraum. Als Diagnoseraum. Und da wir ohnehin so wenig Platz haben, würde ich den gerne so klein wie möglich bauen. Und das erhöht ja auch den Wert unseres Krankenhauses auf einen Wert, wo wir wahrscheinlich hin müssen irgendwann. Na gut, hier jetzt noch kleiner zu bauen, bringt jetzt nichts. So. Kardio-Trennwand und keine Ahnung, was für einen Arzt wir da brauchen. Das wird uns ja gleich immer gesagt. Oh, deine Schwester nehme ich an. Also wenn ihr beim Internisten auf so einem Laufband rumrennt, dann macht er ja meistens die Schwester da. So, Patienten werden untersuchen, checken dann hier ein, bevor sie zurück zur Allgemeinmedizin gehen. Dort Behandlungsmethoden im Kardiogrammraum kann jeder Arzt. Außerdem muss gewartet werden. Die Empfangsdamen sind total erschöpft. Veranlassen sie sofort, dass sie eine Pause einlegen. Mit diesem Patienten haben wir alle Diagnosegeräte zu Qualm gebracht. Wir wissen immer noch nicht, was ihm fehlt. Was sollen wir dem Patienten machen? Chance von 48%. Spitzzüngigkeit. Sorgen Sie dafür, während wir weiter... Wir lassen ihn mal warten. Und wir haben wieder Notfall. Und ich würde natürlich gerne auch hier die Cardio sehen. Hier wird wieder operiert, das ist gut, das gibt Geld. Katsching, katsching. Tarnkappe. Dann warten wir weiter in die Dose. Eine Schwester auf die Station, bitte. So. Forschungsinstitut für gefährliche Substanzen. Hier ist ein Notfall 3, Leute mit Durchfall. Sie brauchen sofortige Aufmerksamkeit. Sie haben bereits die nötige Ausrüstung und Fähigkeiten. Sie haben die Medikamente, die Sie brauchen. Es gibt einen Maximalbonus von 1500. Machen wir. So. Sie haben eine Maschine, die dringend repariert werden muss. Finden Sie heraus, wo die Maschine steht. Sie qualmt. Die wollen alle immer mehr Geld haben und dann tun die nichts dafür. Nach dem Besuch in ihrem Krankenhaus bemerkte Tottenlottel, was für ein gut gehendes Krankenhaus. Vielen Dank, dass Sie mich hierher eingeladen haben. Mir wurde ein Bonus von 1200 gewährt. Ihr Ruf in der Öffentlichkeit hat sich gebessert. So. In den OP, bitte. Irgendeine Maschine qualmt. Durchfallpatienten im Anmarsch. Status der Hardware. Die kann ich nicht. Ein Arzt in die Entlüftungsanlage, bitte. Wo kommt denn hier was? Entlüfter.
Schulter wurde wieder operiert. Das sieht ganz gut aus. Wollen wir mal gucken, dass die hier jetzt noch irgendwie so ein bisschen... Geld dafür bekommen, dass wir hier diese Sonderbehandlung machen. Ein Arzt in die Entlüftungsanlage, bitte. Ja, wir haben das Level geschafft. Sehr gut. Das heißt, wir können jetzt vorlaufen lassen. Aber welche Maschine ist denn hier nicht in Ordnung? Doktor in die Psychiatrie, bitte. Können wir hier sagen, dann warten. So, wird jetzt repariert. Ein Cardio würde ich mir schon gerne anschauen. Aber da haben wir gerade keinen. Ach, es wird schon wieder operiert. Sehr gut. Drei Leute, 1500 Bonus. So, 48% Diagnoseräume. Durchfallmedikament wurde auch deutlich gesteigert. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass wir halt diese Patienten da behandelt haben. Oder... ob das an der allgemeinen Forschung liegt. Kann man bei den Pflanzen eigentlich auch sehen, ob da irgendwas Schlimmes passiert? Keine Ahnung. So, was haben wir hier? 44% Diagnoseräume. Und da haben wir nochmal einen Notfall. 5 Leute! Was ist jetzt los? Was ist los? 5000 Bonus, wenn ich 5 Leute... Was brauchen die denn? Fernsehfieber. Ein Arzt in die Entlüftungsanlage, bitte. Ein Arzt in die Allgemeinmedizin. Ein Arzt in die Allgemeinmedizin. 21%, da brauchen wir neue Diagnoseräume. Patienten mit Fernsehfieber treffen ein. 2 Chirurgen in den OP, bitte. Ein Arzt in die Allgemeinmedizin. Was ist los hier? In den OP, bitte. Doktor in die Psychiatrie, bitte. Also hier brauchen wir, da habe ich es nicht dran gedacht. Ein Arzt in die Und das sind ja Leute. Ein Arzt in die Allgemeinmedizin. Ein Arzt in die Allgemeinmedizin. Wir haben zu wenig Ärzte. Das sind ja Leute, die Psychologie brauchen. Da habe ich dran gedacht. Also das werden wir nicht schaffen. Wir entschuldigen uns für den Müll. 5 Leute gestorben. Eine Schwester in die So, da sind wir. 45.000. In der besten Liste also immer noch ganz unten, aber dafür in der schlechtesten Liste auf Platz 1. Das ist ja auch schon mal was. 52.000 sind der reichste. Wir haben das höchste Gehalt, die meisten Anzahl der Heilungen, aber auch 5 Tote. Jetzt gerade durch diesen Notfall, den wir nicht geschafft haben. Meiste Besucher 122 und der Wert. Und wir bekommen die Auszeichnung für die wenigsten Ablebensfälle im letzten Jahr. Das stimmt nicht ganz. Und plus 30 durch den Ruf. Und wir bitten Sie, die Bullfrog-Auszeichnung für den besten Ruf aller Krankenhäuser des Jahres entgegenzunehmen. Natürlich. Das machen wir gerne. Tja, dann geht es in der nächsten Folge weiter, denn wir haben das Ziel noch nicht erreicht. Also, in der nächsten Folge geht es weiter hier mit Theme Hospital. Ich hoffe, du bist wieder dabei. Denkt an das Daumenspiel. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.